Liebe VfL-Fans, wir melden uns mit dem nächsten Interview hier aus dem Presseraum der Bremer Brücke. Und heute haben wir einen Osnabrücker Urgestein, der wieder zum VfL zurückgekehrt ist, zwischenzeitlich im Südwesten der Region so ein bisschen verschütt gegangen ist aus Osnabrücker Sicht bei uns. Timo Eule-Beermann, schön, dass du da bist, mein Lieber. Jetzt sitzen wir hier beide, Mütze auf. Erstens, Lockdown-Frisur ist klar, du hast eben schon besser verraten, das, deine ne? Freundin wird morgen den Langhaarschneider ansetzen und auf 3 mm runtergehen. Das ist... ja, wie soll ich sagen? Ich habe da immer noch so ein bisschen Frisur drin, aber ohne Mütze geht's gerade gar nicht. Die Zuschauer können wir gerade nicht rausgucken lassen, aber es weiß ja jeder, was los ist. 50 cm Schnee rund um Osnabrück. Unglaublich. Erstmal aus privater Sicht. Wie fühlt sich das an, mal wieder hier im Osnabrücker Land so ein Wetter zu haben? Das gibt's ja gar nicht überhaupt schon mal erlebt. Boah, gute Frage. Also klar, ein bisschen Schnee schon hin und wieder, aber, ja, aber sowas? Das erinnert gut an Heidenheim, ja. Ja. Da war das schon ein bisschen Normalität. Also dann aber mal weg vom Privaten hin zum Professionellen. Wie sehr schränkt euch das aktuell ein? Also ihr könnt ja an der Illershöhe aktuell gar nicht trainieren. Was macht ihr derzeit? Ja, klar, an der Illershöhe geht gerade gar nichts. Wir haben jetzt gestern hatten wir so ein Zoom-Training, Kraftprogramm, so ein Zirkelprogramm war ja schon ordentlich. Und heute in der Soccerhalle haben wir ein 4-gegen-4-Turnier gehabt. Das war auch ja, schon intensiv und hat auch Spaß gemacht, aber... Klar, wir wollen auf dem großen Platz am liebsten und ich hoffe, dass das irgendwie möglich ist die nächsten Tage. Ja. Wie anders fühlt sich das an für einen Fußballer in einer Soccerhalle? Ich meine, es ist Kunstrasen, es ist auch ein ganz anderer, sagen wir mal, Härtegrad auch vom Untergrund. Ist das hart für ein Training für euch? Steckt man das weg? Ja, also es ist halt schon eine andere Belastung. Es sind kleine Räume, viele kurze Bewegungen. Ja, die jüngere Generation steckt das vielleicht wahrscheinlich einen Ticken einfacher weg als die etwas älteren, aber ja, es hat Spaß gemacht, muss man sagen, und ja, eine Abwechslung, die absolut okay war, ja. Kommen wir mal zum sportlichen Thema, was wir natürlich logischerweise ansprechen müssen, auch wenn es derzeit weniger Spaß macht aktuell auf dem Platz. Das ist ein Negativlauf, den wir derzeit haben. Wie nehmt ihr das in der Mannschaft auf, beziehungsweise wie sprecht ihr derzeit über die Situation, die vorherrscht, dass es aktuell einfach so schwer fällt, Tore zu erzielen? Das haben wir ja Gott sei Dank gegen Bochum wieder geschafft mit dem Freistoßtreffer von Kerki. Wie geht man damit um, dass es so schwer ist, Tore zu erzielen und Punkte mitzunehmen derzeit? Ja, wir unterhalten uns kritisch, jeder macht sich seine Gedanken. Klar fragt man sich auch, warum ist das so, warum läuft es gerade nicht? Ja, wir versuchen Lösungen zu finden, sind viel am Sprechen, aber Fakt ist auch, dass ja, man kann noch so viel sprechen. Wir müssen einfach jetzt zusehen, dass wir auf dem Platz ja, von der ersten bis zur letzten Minute unsere Leistung bringen, eine gewisse Konstanz in unserem Spiel haben und auch einen guten Rhythmus. Und ja, dann bin ich auch sicher, dass wir wieder Punkte holen werden. Was glaubst du denn, woran hapert es derzeit am meisten? Also die Ergebnisse waren ja zuletzt auf knapp. Da könnte man denken, naja, ein Abwehrproblem haben wir bedingt. Trotzdem gab es jedes Mal ein Gegentor. Was ist so das Hauptproblem gerade? Was glaubst du? Ja, ein Problem ist sicherlich, wenn du die Abwehr ansprichst, dass wir es zurzeit nicht schaffen, zu Null zu spielen. Dass uns auch vor allem in unserer guten Phase dann oft geholfen hat oder dass wir höchstens ein Gegentor bekommen haben. Das haben wir zwar jetzt auch dreimal geschafft von den letzten 4 Spielen, aber ja, wir müssen einfach auch mal zu Null spielen, dann haben wir schon mal einen Punkt sicher. Und ja, was auch einfach ein großes Problem bei uns gerade ist, die Torschancen rauszuspielen. Wir machen es teilweise bis 20, 30 Meter vom Tor gar nicht so verkehrt, aber wir sind im letzten Drittel einfach viel zu unentschlossen, kriegen den letzten Pass nicht vernünftig an. Und ja, dadurch ja, versorgen wir es halt, dass wir gefährlich werden. Und das ist, denke ich, gerade ja, ein großes Problem bei uns. Ja. Wenn du jetzt vorhin sagtest, natürlich sprecht ihr offen über die Situation, also so kenne ich euch auch als Mannschaft und so kenne ich das auch insgesamt einfach nur hier im Verein, dass Dinge, wenn sie mal eben in die eine oder in die andere Richtung gehen, einfach offen und ehrlich angesprochen werden. In der Vergangenheit gab es natürlich dann immer noch die Möglichkeit, auch mal, ich sag mal, einen zwanglosen Mannschaftsabend zu machen. Im Zweifel einfach mal, jetzt mal auf Deutsch gesagt, will ich mal einen saufen gehen. Ja? Also einfach mal, wie man als Mannschaft einfach ist. Ja? Diese Möglichkeit fällt derzeit weg. Habt ihr nur die Möglichkeit, dann beim Training euch auszutauschen? Habt ihr sonst noch irgendwie, macht ihr es über WhatsApp-Gruppen oder eventuell, dass ihr abends noch mal einen Digital-Call habt oder so? Das ist ja derzeit auch ein Problem einfach in der Corona-Phase, dass man gar nicht wirklich zusammenkommen kann so als Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja noch keinen richtigen Mannschaftsabend. Ein Dreivierteljahr, das ist wirklich, ja, das ist eigentlich traurig, aber es ist nun mal so. Es geht ja auch vielen anderen genauso, dass sie nicht, ne? Ja, genau.
dass sie nicht mal feiern gehen können oder irgendwie ja, mal zusammensitzen können. Und klar, wir sprechen viel zusammen. Wir saßen auch mal nach dem Training zusammen. Man spricht so viel miteinander. Ja, man telefoniert auch mal mit dem einen oder anderen und versucht sich irgendwie auszutauschen. Und klar, wir sind kritisch zueinander und das müssen wir auch sein, weil ich glaube, wenn wir das nicht sind, dann bringt uns das auch nichts. Und ja, wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir ja, auf dem Platz die Wende schaffen. Wende ist ein Stichwort. 4 Spiele stehen jetzt bevor, die eine mögliche Wende bringen können. Also man weiß ja immer nie, wie dann auch irgendwo so der Ball mal fällt, das Glück mal fällt, mehr oder weniger. Darmstadt haben wir jetzt am nächsten Wochenende, Heidenheim, Sandhausen und Regensburg. Sind das so Spiele, draußen sagt man sicherlich, das sind die Spiele, wo du kommen musst. Sind das auch die Spiele, denkst du, wo man kommen kann, wo man die Punkte holen kann? Klar, grundsätzlich kann man in der zweiten Liga in jedem Spiel die Wende schaffen. Man kann jeden schlagen, das haben wir in der Hinrunde auch gezeigt. Und genauso klar wissen wir, dass wir jetzt gegen ja, schon die Top 3, Top 6 Mannschaften zuletzt gespielt haben. Aber ja, wenn man auch ganz ehrlich ist, klar, jetzt gegen Bochum, vielleicht zweite Halbzeit waren wir schon dran am Punkt, aber ansonsten waren wir schon immer einen Ticken weiter weg, als man es hätte vielleicht auch sein müssen, um da was zu holen. Und die nächsten Spiele sind ja, extrem wichtig. Wir haben gerade Darmstadt jetzt, wo wir einfach ja, die Wende halt einfach einleiten wollen. Und das ist ein wichtiges Spiel. Aber Darmstadt, ja, die sind auch gut, ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Trotzdem müssen wir da einfach zusehen, dass wir da ja, was holen. Ja. Dafür jetzt schon mal alle Daumen gedrückt auf jeden Fall. Wir werden natürlich dann auch vom Böllenfalltor natürlich berichten am Sonntag. Kommen wir mal so ein bisschen zu dir persönlich. Wir wollen ja die Interviews auch immer nicht auf epische Längen auswalzen sozusagen, sondern uns immer so ein bisschen in der Zeit halten. Du bist im Sommer zurückgekommen nach Osnabrück, nachdem du in der Jugend hier gespielt hast, deine Profilaufbahn hier begann, mehr oder weniger. Die Rückkehr nach Osnabrück aus Heidenheim. Heidenheim, ein Verein, der im vergangenen Sommer noch, oder Herbst war es, um die Bundesliga-Relegation gespielt hat. Was hat dich trotzdem zurück nach Osnabrück gezogen? Ja, einfach die guten Gespräche und das, was halt einfach bei mir so zum, ja, schon relativ so Mitte der Saison, Anfang der Saison, also der damaligen Saison, was ich einfach festgestellt habe, dass ich mich nochmal verändern möchte. Ich bin 29, ich hatte ja einen 2- oder einen 3-Jahres-Vertrag sogar vorliegen und ja, dann wäre ich 32 gewesen, wenn ich den beendet hatte, aber ich wollte jetzt einfach mit 29 nochmal was Neues anfangen und ja, jetzt ist es was Neues, Altes geworden. Ich hatte gute Gespräche. Man wollte mich gerne zurückholen und ja, da hat einfach alles gepasst. Und ja, ich bin auch voll überzeugt von der ganzen Sache und deswegen habe ich es auch einfach gemacht. Ja. Bist du nach Osnabrück gezogen oder wohnst du Richtung Osterkappeln irgendwie raus, Richtung Elternhaus? Naja, wir sind nach Görgsmarienhütte gezogen, Althütte genauer gesagt. Und ja, wir fühlen uns da doch sehr wohl. Ich fahre 10, 12 Minuten über so 1000 Illushöhe und ja, doch. Haben wir ein schönes Plätzchen gefunden. Vanessas Eltern kommen aus Hasbergen, meine ja aus Osterkappeln. Ja, relativ in der Mitte, das passt. Ja. Feini. Heidenheim, ein Verein, zu dem man, ich sag mal, aus offizieller Osnabrücker VfL-Sicht sozusagen ein klein wenig hochschaut. Denn Heidenheim hat eben vieles von dem in den vergangenen Jahren schon erreicht, wo der VfL gern noch hin möchte. Heidenheim ist ein absolut etablierter Zweitligist mit Perspektive Bundesliga. Insgesamt das Stadion auf einem Topstand, Trainingsbedingungen auf einem Topstand. Was würdest du sagen, was sind sonst die größten Unterscheidungspunkte zwischen dem ersten FCH und dem VfL Stand 2021, wie wir jetzt haben? Ja, der FC Heidenheim ist halt einfach etabliert in der Liga, haben viel, ja, finanziell schon ganz andere Möglichkeiten. Sprichst es an mit dem Trainingsgelände. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bei dem Wetter heute wäre es wahrscheinlich ganz normal auf Rasen, mindestens auf Kunstrasen, der auch beheizt ist, gegangen. Aber so ist das nun mal. Wir müssen mit unseren Bedingungen zurechtkommen. Unterschiede gibt es. Ja, ansonsten ist es ein ähnlich großes Stadion. Ich glaube, hier ist schon nochmal eine ganz andere Stimmung, wenn hier Zuschauer sind. Da wenn wir denn hoffentlich mal wieder Leute da haben. Ja, oder? Wir hoffen das ja. Oder sehen das eigentlich herbei ohne Ende. Aber ja, es gibt schon einige Unterschiede in eine kleinere Stadt. Alles viel kleiner. Ja, doch. Aber wir fühlen uns einfach brutal wohl jetzt, dass wir wieder hier sind.
Wie würdest du sagen, wie hat sich der Mensch und Spieler Timo Bermann in den letzten 10 Jahren verändert? Ich kann mich daran erinnern, vor 10 Jahren haben wir mal, ich glaube, das war so ziemlich mit dein erstes TV-Interview hier wirklich in Osnabrück für ORS 1 TV, für den kleinen Regionalsender gemacht. Standen wir in der Ecke Südost und haben uns da unterhalten. Was würdest du sagen, wenn du dich mal selbst reflektierst, wie hast du dich als Mensch, als Spieler verändert in den 10 Jahren? Ja, allgemein auf jeden Fall ein Ticken ruhiger geworden. auch abseits des Platzes, wenn ich das mal so sagen darf. Da habe ich selten eine Party ausgelassen. Aber ja, ansonsten, ich bin, denke ich, viel reifer geworden. Erfahrener halt auch. So der Spieler an sich hat sich eigentlich wenig verändert. Ich wusste immer, was meine Stärken sind, dass ich, ja, wenn ich nicht in jedem Training, jedem Spiel 100% gebe, dann. Ja, dann bin ich nicht gut und daran hat sich auch nichts geändert. Das war die letzten Jahre immer so und das wird auch immer so sein. Und ja, ansonsten glaube ich, bin ich immer noch ein angenehmer Zeitgenosse wie sonst auch. Das kann ich bestätigen. Eule, wie man ihn kennengelernt hat, auch vor 10 Jahren. Du hast mir damals ein Vorbild genannt, was du seinerzeit auserkoren hattest. Weißt du noch wen? Also, ich denke, Vidic. Ja, es war Nemanja Vidic, ganz genau. Das gilt auch heute noch. Wie das war damals mal mein Vorbild. Jetzt muss ich so, ja, der hat dann ja schon ein bisschen nachgelassen und dann doch bin ich jetzt schon, ja, ich mag Mats Hummels schon sehr gern. Ich bin auch Dortmund-Sympathisant, von daher passt das auch und ja, dem schaue ich ja nicht sehr gerne zu. Kann ich verstehen. Ist natürlich auch sicherlich einer der besten Verteidiger, die in Deutschland auch in den vergangenen Jahrzehnten an den Ball getreten haben. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen. Olle, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Menge Privates und auch abseits des Platzes mehr oder weniger und natürlich auch das Wichtige zur aktuellen Situation erfahren. Ich danke dir, du kommst mehr oder weniger direkt vom Training. Sag jetzt schon mal schönen Feierabend und Dankeschön. auf jeden Fall alle Daumen sind gedrückt für das Auswärtsspiel am Wochenende am Böllenfalltor in Darmstadt. Viel Erfolg auf jeden Ja, Fall. Dankeschön. Ja. Liebe Leute, das war's. Der nächste oder das nächste Interview für VfL TV mit den neuen Alten, in dem Fall beim VfL Osnabrück heute mit Timo Bermann. Wir hoffen, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal ein und dass ihr dem VfL am Sonntag in Darmstadt die Daumen drückt. Ich glaube, da können wir uns alle sicher sein. Haltet auf jeden Fall die Treue und drückt die Daumen ganz fest, damit es dann am Sonntag reicht für ein oder vielleicht sogar 3 Punkte und auf jeden Fall Tore in Hessen. Das wollen wir sehen. Bis dahin auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.